Die Ausstellung im Martin-Gropius-Bau in Berlin, die jüdische Lebenswelten, hat es in sich, glaube ich, dass sie wiederum Besucherrekorde brechen wird. Und es wird auch ein Vergleich gemacht mit der Preußen-Ausstellung und gesagt wird, dass noch mehr Leute diese Ausstellung besuchen werden. Warum ist das so? Also bei den Besucherrekorden weiß ich nicht, welches der Vergleichsmaßstab ist. Ich glaube eher, das ist die Grüne Woche oder die Rundfunkausstellung, die ungefähr 400.000 bis 500.000 Zuschauer gehabt haben oder Besucher. Ob die jüdischen Lebenswelten diesen Rekord erreichen, bin ich skeptisch. Im Moment hat es, glaube ich, 200.000 Besucher gehabt. Das ist die Halbzeit dieser Ausstellung. Und der Vergleich mit der Preußenausstellung ist natürlich auch zutreffend, aber in anderer Hinsicht, weil die Gestaltung der Ausstellung, denke ich, die hat viel mit der Preußen-Ausstellung zu tun oder mit der Ausstellung chinesische Lebenswelten, hieß sie nicht, aber die China-Ausstellung. Das ist eine Ausstellung, in der einfach Friedrich II. Durch Schlomo ersetzt worden ist. So ungefähr hat man das gemacht. Alles, was an großen Leuten in Preußen, ob sie nun Friedrich oder General XY hießen, sie wurden also durch Albert Einstein oder durch Woody Allen oder durch andere jüdische prominente Personen ersetzt. Das ist eine Ausstellung, die um bei der Preußen-Ausstellung nochmal zu bleiben, die nicht kleckert, sondern klotzt, wie das ein preußischer General sagte. Es sind also das Teuerste und das Feinste aus der ganzen Welt, aus der ganzen jüdischen Welt, was immer das sein mag, ist zusammengebracht worden für 11 Millionen Mark. Das ist eine erstaunliche Leistung. Es gab noch nie in Deutschland eine derart große Ausstellung über Juden in der ganzen Welt. Und man muss, wenn man das etwas böse sagen möchte, die Deutschen nach Auschwitz haben es geschafft, Juden in der ganzen Welt hierher zu bringen. Also das ist eigentlich der Traum, wenn Sie so wollen, der Traum von Eichmann gewesen, der ja vorgehabt hat, in Prag ein Museum der untergegangenen jüdischen Rasse einzurichten. Und das, was Eichmann nicht geschafft hat, ist sozusagen heute mit guten Absichten natürlich, ist heute in Berlin geschafft worden. Es gibt eine Art letzten Befehl, eine Art letzte Direktive, die Himmler Eichmann noch hat ausrichten lassen, aber Eichmann war nicht mehr in der Lage, das durchzuführen. Diese letzte Direktive, die im Eichmann-Prozess auch zur Sprache gekommen ist, hieß, wenn ich mich richtig erinnere, wörtlich, wenn Sie bis jetzt Juden vernichtet haben, so werden Sie ab jetzt Judenpfleger sein. Und Eichmann, der ja einige judaistische Grundkenntnisse hatte, wie heute auch jeder deutsche Philosemit, der immer besser weiß, was Juden sind als die Juden selber. Also Eichmann wäre durchaus in der Lage gewesen, für das jüdische Museum heute einiges beizutragen. Er wäre ein guter Direktor. Ein guter Verwaltungsdirektor zumindest, ja. Nun, hast du in der konkret eine Besprechung geschrieben. Und da gehst du auch ein auf diesen Verhältnis zwischen also Todeslager und Ausstellungen. Gibt es diesen Verband wirklich, diese Verbindung wirklich direkt? Hängt das mit dem Sammeln zu tun? Na, auf jeden Fall sind es zwei Spitzenleistungen. Also die sechs Millionen Rekordmarke, auf die die Deutschen im Historikerstreit erst richtig stolz geworden sind, als sie gesagt haben, Auschwitz ist eine einmalige Leistung und darauf bestehen wir. Wir lassen uns das Erstgeburtsrecht in dieser Massentötungsfrage nicht von den Russen abnehmen, sondern wir bestehen darauf, dass Auschwitz ein deutscher Rekord ist. Der zweite Rekord, der damit zusammenhängt, denke ich schon, ist diese Ausstellung jüdische Lebenswelten. Wie gesagt, also mit einer Akribie sondergleichen sind Dinge, wie es in manchen Zeitungen hieß, in der ganzen Welt wieder eingesammelt worden. Also eine Formulierung, die im Unterbewussten des Journalisten oder des Autors, der das geschrieben hat, doch noch erkennen lässt, dass es was mit dem Einsammeln der Juden in Europa zu tun hatte. Diese Verbindung, denke ich, die existiert. Und mein Gedanke oder der Gedanke, der mir gekommen ist, als ich mich etwas ausführlicher mit der ganzen Sammelwut, die ja nicht neu ist übrigens, sie hat nur ihren Höhepunkt gerade erreicht oder ihren ersten Höhepunkt, man weiß ja nicht, was noch alles kommt, als ich mich mit dieser Sammelwut beschäftigt habe, mit der Akribie, mit der das geschieht,
lag auf der Hand, dass ohne das organisierte, perfekte Töten auch diese Ausstellung überhaupt nicht zustande gekommen wäre. Können Sie sich vorstellen, dass in Holland eine Ausstellung in diesem Umfang stattfindet, jüdische Lebenswelten, also auch schon mit diesem Titel, man weiß gar nicht, was damit gemeint ist. Es kann eine Ausstellung über Juden in Holland geben, über die Geschichte der Juden in Holland. Und es kann in den Vereinigten Staaten eine Ausstellung über Geschichte der Juden in den Vereinigten Staaten geben. Aber dass die Amerikaner oder dass die Holländer oder dass die Franzosen auf den Gedanken schon kämen, also Juden von Plato bis Nato oder Juden von Abraham bis Menachem Begin oder wie auch immer unter einem Dach zu versammeln, dieser Gedanke, der ist nur hier geboren worden. Und zwar mit der Absicht, die man vorsichtshalber einen jüdischen Professor hat öffentlich bekannt geben lassen, mit der Absicht, man müsste endlich aus dem Schatten Hitlers heraustreten. Ich meine, eine Formulierung, die so original gar nicht von diesem jüdischen Professor ist, sondern von Franz Josef Strauß schon vor einigen Jahren gesagt wurde. Also man hat es endlich satt, man möchte nicht nur tote Juden sehen, sondern man möchte sozusagen die umgebrachten Juden in Kultur verwandeln, die heute fehlt. Das ist ganz wichtig dabei. Spürt man dann einen Verlust? Das ist mit Sicherheit auch die Absicht, also zu zeigen, das Verbrechen ist deshalb so schlimm gewesen, dass die Deutschen begangen haben, nicht weil lebendige Menschen umgebracht worden sind, sondern weil eine Kultur untergegangen ist oder zum Untergang gebracht worden ist, was ja nebenbei wirklich zu verschmerzen wäre. Es ist völlig egal, ob irgendwelche Kulturen untergehen. Das ist in der Geschichte des Öfteren passiert. Aber dass systematisch Menschen umgebracht werden, dieser Gedanke verschwindet natürlich bei dieser Ausstellung. Oder er wird umgebogen in den Gedanken, in den tröstlichen Gedanken natürlich auch wieder, dass man einen Kulturverlust erlitten hat. So ist man selber sozusagen der Leidtragende. Aber ich glaube sogar, dass es offensichtlich so gemeint ist. Das wird auch offen gesagt, dass diese Ausstellung positiven Werten übertragen soll. Es ist die alte Geschichte, die kennzeichnend ist oder charakteristisch ist für den Kampf gegen Antisemitismus, wie ihn die Liberalen seit ungefähr 100 Jahren führen und auch als sinnvoll verstehen. Liberale gehen immer davon aus, die Antisemiten muss man davon überzeugen, dass Juden auch Menschen sind. Und wenn ich schon sagen, auch Menschen sind, wenn ich Jude wäre, würde mich dafür bedanken. Ein solcher Mensch möchte ich wirklich nicht sein. Dieselbe Formulierung, die natürlich auch gilt, Neger sind auch Menschen. Ja. Und sie sind nicht nur auch Menschen, sondern noch viel wichtiger, sie sind natürlich Kulturträger, wie das im Deutschen heißt. Ja. So ein Wort, das immer an Hosenträger erinnert. Man will zeigen, Juden sind nicht nur nicht geldgierig, sie sind nicht nur nicht krummnasig, sie sind nicht nur nicht alles das, was bei der Positivierung immer sofort natürlich beim Adressaten mitgedacht wird, aber nicht nur beim Adressaten, sondern bei demjenigen, der sagt natürlich auch selber. Also Juden sind sozusagen das Kulturferment der Moderne. Mit dieser guten Absicht gehen also die Ausstellungsmacher ans Werk. Also sie drehen das traditionelle antijüdische Stereotyp einfach um und sagen, nein, Juden, bei Juden gibt es keine Verbrecher, bei Juden gibt es keine Homosexuellen, bei Juden gibt es keine Gangster, keine Gauner, keine Proleten. Das natürlich nebenbei auch. Schauen Sie das Plakat an von den jüdischen Lebenswelten. Ja? Da sucht man irgendwo die Mehrzahl der Juden, das waren nämlich Arbeiter und Angestellte, da sind wirklich lauter sozusagen verdächtige Nobelpreisträger drauf. Ja? Also die normalen Menschen kommen da überhaupt nicht drin vor. Und mit dieser Absicht, also den Antisemiten oder den durchschnittlichen Deutschen, die ja wie eine neue Spiegeluntersuchung gezeigt hat, tatsächlich also bis zu 13-14% hochgradig antisemitisch sind. Der Spiegel bezeichnet das nicht als antisemitisch, sondern als judenkritisch. Also eine neue Formulierung. Also diese sogenannten judenkritischen potenziellen Totschläger, ja, sollen davon überzeugt werden, dass die Juden alle gut und kulturvoll und zumindest alle fantastisch Violine spielen oder hervorragende Filme drehen, wie Woody Allen. Und diesen Irrtum, den begehen also liberale Aufklärer und Politiker in Deutschland schon seit ungefähr 100 Jahren. Und sie werden keinen einzigen Antisemiten weniger machen durch diese Ausstellung.
Man sagt aber auch, diese Ausstellung würde eine sogenannte Rückkehr der Juden nach Berlin vorbereiten. Ja, das hätten sie gerne. Sie hätten gerne Einstein zurück und sie hätten gerne eine Reihe von Schriftstellern, also wie Leon Feuchtwanger und so weiter zurück. Das hat natürlich was mit der Mittelmäßigkeit der vorherrschenden Kultur und Politik zu tun. Ich meine, nach Berlin müssen nicht erst nur diese hochgerühmten Juden zurückkommen. Also es wäre viel besser, es würde eine ganze Reihe von anderen Leuten hier weggehen und nicht also hochgebildete, hochkultivierte Juden zurückkommen. Es hat was mit der Dürftigkeit und mit der Durchschnittlichkeit und mit der unsagbaren Langeweile und der Provinzialität dieser Stadt zu tun, die durch die Wiedervereinigung nichts gewonnen hat. Einfach die Dummköpfe haben sich verdoppelt in dieser Stadt durch die Wiedervereinigung. Das ist alles. Der Alkoholpegel hat sich erhöht. Solche Dinge. Die Rückkehr, wenn man von der Rückkehr der Juden nach Berlin redet, ist natürlich Unfug. Keiner wird hier zurückkehren. Es gibt eine Reihe von Juden, die tatsächlich hierher kommen wollen. Und das sind Juden, die aus der Sowjetunion aus guten Gründen weg wollen. Aber wehe, sie stehen hier auf der Matte. Wehe, sie stehen hier vor der Tür und sagen, ich bin nicht Einstein, sondern ich bin Herr Schlomo Rabinowitsch aus Moskau und mein Beruf ist Taxifahrer. Die Leute hat man nicht gerne. Natürlich, wenn sie Mitglieder Leningrader Philharmonie gewesen sind, dann kümmern sich also gleich dutzendweise entweder die alternativen Kulturpolitiker um sie. Oder der Spiegel macht einen Artikel ausführlich, um zu zeigen, also genau solche Leute möchte man wieder haben. Oder die Theaterdirektoren unterschreiben Anzeigen in den Zeitungen und reden von der Blutauffrischung des deutschen Theaters. Also genau mit diesem Grunde. Alexander Granach, ein großer jüdischer Schauspieler. Die Elisabeth Bergner, eine große jüdische Schauspielerin. Also lauter Emigranten, die tatsächlich das deutsche Theater im Ende der Weimarer Republik und den deutschen Film Ende der Weimarer Republik zu dem gemacht haben, wo er theaterhistorisch und filmhistorisch auch hingehört, also wirklich an die Weltspitze. Diese Namen werden in der Erinnerung und nicht in der Erinnerung, eher in der Propaganda heute beschworen mit Begriffen, die eher im Zusammenhang mit der Ausweisung dieser Leute damals stehen. Wenn ein Theaterdirektor wie Jürgen Flimm aus Hamburg in der Zeitung also eine große Anzeige macht und auffordert, die Bundesregierung oder der Berliner Senat oder die deutschen Theater sollten osteuropäische, jüdische Künstler auffordern, nach Deutschland zu kommen, weil das deutsche Theater eine Blutauffrischung nötig hätte, dann kann man eher sagen, das deutsche Theater hat keine Blutauffrischung nötig, sondern die Direktoren eine Gehirntransplantation. Das wäre wahrscheinlich der erste Weg, den man beschreiten müsste. Nun hat es auch Kritik gegeben aus orthodoxen Kreisen und diese Gruppe heißt Adas Yisrul und sie haben gesagt, dass die diese Aufstellung jüdischen Lebenswelten, also das Leben der Juden in der Nachkriegszeit gar nicht erwähnt. Was hältst du eigentlich von so einer Kritik? Also die Kritik an der Ausstellung kam aus mehreren Ecken. Sie kam also von einer orthodoxen Separatgemeinde mit dem Namen Adas Yisroel. Das ist eine alte Berliner separate jüdische Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es in Holland ist, ob es da eine staatlich verfasste, fast jüdische Einheitsgemeinde gibt oder ob jede jüdische Denomination oder Richtung ihre eigene Gemeinde einrichten kann, wie sie möchte. Das ist in Holland wahrscheinlich wie in den Vereinigten Staaten oder wie in jedem zivilisierten Land, wo Staat und Kirche strikt oder Staat und Synagoge strikt getrennt sind. Hier in Berlin gab es seit 1945 nur eine Einheitsgemeinde, wie es auch eine einheitsevangelische oder katholische Kirche gibt. Also der Staat treibt die Steuern ein und gibt sie dann der Kirche oder der jüdischen Religionsgemeinde. Und diese Fortsetzung oder Wiederaufnahme dieser orthodoxen Separatgemeinde, die hier tatsächlich einmal bestanden hat, kritisiert die jüdischen Lebenswelten aus einem ganz trivialen Grunde, weil sie selber nicht in der Ausstellung vorkommen, weil ihre eigene Politik in dieser Ausstellung nicht vorkommt und weil ihre eigenen Interessen dabei nicht berücksichtigt worden sind. Aber das ist eine zu vernachlässigende Sache eigentlich. Das ist innerberliner, innerjüdischer Streit, der seine Pikanterien vor allem daraus zieht, dass der Vorsitzende dieser orthodoxen Separatgemeinde ein ehemaliger Linksradikaler ist.
und ein begeisterter Vertreter der israelischen linksradikalen Matzpen, die sich für einen unabhängigen Palästinenserstaat eingesetzt haben, für den bewaffneten Kampf gegen Israel aufgerufen haben. Und es zeigt nur, dass auf jüdischer Seite sich das, also wenn Juden in Deutschland wohnen, dass sie genau denselben Tendenzen unterliegen, wie also auch deutsche ehemalige Linksradikale, die plötzlich also wie ein ehemaliger Terrorist wie Horst Mahler dann ein 150-prozentiger Vertreter des bürgerlichen Staates werden. Also das ist in diesem Fall diese bekannte Nebennote. Nun musst du aber noch näher erklären, warum dann dieses Normalleben, also zum Beispiel von Leuten, die damals im Scheunenviertel gewohnt haben oder andere Ecken Berlins, gar nicht in dieser Ausstellung vorkommt. Warum ist das so beschränkt auf Kunst und Kultur, auf hohe Kultur oder feindseligen Juden, wie es, ich glaube, der Wolfgang Dresden kritisiert hat. Er hat die Ausstellung also auch aus diesem Gesichtspunkt kritisiert. Die gegenteilige Auffassung, es müsste eine Ausstellung über die armen und unterdrückten Juden nicht eine Ausstellung geben, aber das müsste mindestens gleichberechtigt oder es müsste nicht im Zentrum, aber es müsste eine starke Betonung erfahren. Diese Kritik an der Ausstellung ist natürlich genauso unsinnig wie die Ausstellung selber. Weil was die einen mit der hohen Kultur und mit den großen Kulturleistungen der Juden dokumentieren wollen, um den Antisemitismus abzuwehren, um das traditionelle Judenbild zu korrigieren, um den Eindruck zu korrigieren, die Juden seien nur Opfer gewesen, ist auf der anderen Seite einfach folkloristisch zurechtgerückt. Also an diesen armen Elendsgestalten aus Osteuropa gibt es nichts zu bewundern und gibt es auch nichts zu dokumentieren, was abgesehen von dem Ansatz, dass diese Leute einen Grund gehabt haben, entweder wegzugehen oder die Verhältnisse zu ändern. Aber was daraus gemacht wird, ist eine, aus Einstein, um es in einem Bild oder in einer kurzen Formulierung zu fassen, während die einen Einstein in den Vordergrund heben, schieben die anderen, was ich, Tevier den Milchmann in den Vordergrund. Das sind so ethnopopulistische Variationen der Hochkultur, die von solchen Kritikern wie denjenigen, den Sie erwähnt haben, in den Vordergrund geschoben werden. Und sie übertreiben dann auch gleich wieder maßlos. Also während die einen natürlich die Juden nur zu Vertretern der Hochkultur und zu Nobelpreisanwärtern machen, sind auf der anderen Seite erstens drei- oder viermal so viel Juden arm gewesen, wie tatsächlich hier in Berlin gelebt haben. Sie machen also aus den 10.000 bis 15.000, die im Scheunenviertel gewohnt haben, machen sie gleich 50.000 bis 100.000. Und aus den kulturellen Äußerungen dieser Leute, die in Berlin gelebt haben, also aus kulturellen Äußerungen der Unterschicht und des Lumpenproletariats teilweise und der Zwischenklassen und Leuten, die tatsächlich Zwischenexistenzen auch geografisch geführt haben, weil sie ja weiter wollten, machen sie sofort also eine klassenkämpferische oder eine soziale dominante Erscheinung, was es überhaupt nie gewesen ist. Ja. Nun hast du Anfang der 80er Jahre selbst ein Buch herausgegeben, was Im Scheunenviertel heißt. Und bedauerst du das eigentlich jetzt im Nachhinein, dass du damals dieses Buch mit Fotos herausgegeben hast? Nein, ich bedauere es überhaupt nicht. Ich nehme auch keinen Satz von dem, was ich damals geschrieben habe, zurück. Im Gegenteil, ich müsste alles das, was ich geschrieben habe, heute nochmal betonen und mit einbeziehen in die Auseinandersetzung, dass ich mit dem Buch, was ja nicht nur aus Text besteht, sondern leider auch aus Bildern, dass ich damit, ohne es zu wollen und zu wissen und vorherzusehen, natürlich mit zu dieser ethno-folkloristischen Betrachtungsweise der Geschichte auch beigetragen habe. Insofern als dieses Buch offensichtlich auch, weil es Bilder hatte, für Analphabeten war. Die nehmen nur die Bilder und lesen natürlich die Texte nicht. Und das war auch eine Zeit lang, ich erinnere mich, Mitte der 80er Jahre, war dieses Buch sozusagen das beste Geschenk, das Linke sich zu Weihnachten machen konnten. Ja?
Und das galt als etwas besonders Feinsinniges über Juden, weil es eben nicht von Einstein handelte, sondern von Personen, die, wie Marx geschrieben hat, also in den Poren der Gesellschaft irgendwo nisten. Ja? Und alles, was ich damals über Staatenlosigkeit, über Fremdenfeindlichkeit geschrieben, was interessierte, das haben sie alles gar nicht gelesen, sondern sie haben nur diese merkwürdig verkleideten Personen auf den Bildern gesehen. Und das hat auch was damit zu tun, dass alte Fotografien natürlich so eine merkwürdige Anziehungskraft ausüben, dass das alles so in einem nostalgischen Nebel von es war einmal verschwindet. Und dass solche ärmlichen Verhältnisse, wie sie im Scheunenviertel geherrscht haben, also wo jeder guten Grund hat, wirklich wegzugehen und das hinter sich zu lassen, diese ganze Gegend, die schon damals hätte abgerissen werden sollen, oder auch das wäre gut gewesen, also dass sich das Ganze verklärte so einem romantischen, in der DDR würde man heute sagen, das war die Nischengesellschaft. Genau das ist das, was die DDR-Bürger, wenn sie heute mit dem kapitalistischen Westen konfrontiert sind, alle vermissen. Auf einmal ist die Nestwärme, dieser Mief, dieser kollektive, warme Gestank, der für die Nischengesellschaft kennzeichnend war, ist auf einmal weg. Und das sieht man in diesen alten Bildern. Damals war nicht die heile Welt, arm sein und glücklich sein. Ne? Also der Reichtum kommt von innen her, wie das bei, ich glaube, bei Rilke heißt. Ne? Also diese Sehnsüchte nach der Geborgenheit und nach der Kindheit, wie die Leute auch immer alle unter letzten Satz vom Bloch gelesen haben. Also all diese Dinge haben damals eine Rolle gespielt und das Buch eben dadurch so erfolgreich gemacht. Und die Juden waren wiederum im Umkehrbild zum entweder Reichen oder zum Kulturträger waren die Juden sozusagen der Hort der Familie, der Hort der Geborgenheit. In diesen ärmlichen Verhältnissen. Weil man sieht es immer mit vielen Kindern rumlaufen und man sieht die Fotos, dass sie also bestimmte Traditionen pflegen. Das war auch die Zeit, als Linke angefangen haben, ihre Kinder wieder taufen zu lassen. Weil sie sagten, man braucht ja eine Tradition und man sieht das bei den Juden, die haben immer die Tradition gepflegt. Der Gedanke, dass im 20. Jahrhundert auch mit tätiger Mithilfe natürlich der deutschen Vorfahren dieser Linken, dass damit also jede Tradition irreparabel einfach zerstört worden ist. Ja? Dieser Gedanke, der natürlich etwas Unangenehmes, ja? Und auch Störende aufreibende und desaströse und destruktive Konsequenzen hat. Ja? Also dieser Gedanke ist damit weggeschoben worden. Ja? Hast du selber auch eine Ausstellung im Moment in der Akademie der Künste. Diese handelt von dem jüdischen Kulturbund. Kannst du uns sagen, weshalb du das gemacht hast und was da zu sehen ist? Na, weshalb ich es gemacht habe, kann ich vielleicht dadurch erklären, dass ich den Anlass schildere, wie es dazu gekommen ist. Vor einigen Jahren, das muss 4 oder 5 Jahre her sein, gab es in Berlin die europäische Erstaufführung eines israelischen Theaterstücks mit dem Namen Ghetto. Ich denke, das Stück ist auch in Holland aufgeführt worden, von Joshua Sobol, handelt von Kabarett und Amüsement im Ghetto Vilna. Und ich habe damals mit einem Freund aus Israel, wir haben damals mit Sobol zusammen viel diskutiert, wie dieses Stück in Deutschland aufgenommen werden könnte und wie es dann auch aufgenommen worden ist. Ich habe dazu eine Reihe von Beiträgen dann auch geschrieben. Und während dieser Überlegungen, warum dieses Stück damals in Deutschland so erfolgreich gewesen ist, nämlich der Tenor war, die Opfer haben sich gut amüsiert und es gibt eine Wahlverwandtschaft zwischen Opfern und Tätern, also Sachen, die heute alle schon fast zur geistigen Normalkost in der Vergangenheitsbewältigung gehören. Da ist mir damals durch reinen Zufall, muss ich sagen, ich bin kein Historiker, durch reinen Zufall aufgefallen, dass es mitten in Berlin sowas gab, da musste man nicht nach Osteuropa gehen, dass es mitten in der Befehls- und Kommandozentrale des Dritten Reiches ein jüdisches Theater von Juden, für Juden, unter der Aufsicht der Gestapo gab, und zwar bis 1941. Erstmal war das für mich eine Sache, die ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Wie war es möglich, dass von 1933, ich wusste, dass alle jüdischen Künstler
rausgeworfen wurden aus Theatern und Konzertbetrieben, das wusste ich alles. Aber ich wusste nicht, dass die erstens eine Art Selbsthilfe Unternehmen gegründet haben, dass Tausende von Schauspielern, Musikern, Tänzern, Sängern, Dirigenten, also alles, was zum Ensemble, zum Betrieb eines großen Opern- oder Theaterhauses gehört, dass sie das alles selbst organisiert haben. Dann habe ich auch wiederum durch reinen Zufall einen ehemaligen Schauspieler dieses Theaters kennengelernt, der hier in Berlin gelebt hat und immer noch Theater gespielt hat, und zwar an dieser prominenten Berliner Schaubühne. Ein alter Mann, selbstverständlich, ungefähr 70 Jahre, der hieß Martin Brandt. Und er spielte zusammen auch mit einem älteren Kollegen namens Bernhard Minetti, ein großer Nazi. Vor dem lag die ganze linke Belegschaft der prominenten Berliner Schaubühne auf dem Bauch, verehrte Bernhard Minetti. Keiner dieser politisch engagierten Schauspieler hat jemals Martin Brandt gefragt, was hast du in den 30er Jahren gemacht? Bei Minetti hat es auch nicht aus anderen Gründen nicht so interessiert. Und dieser Schauspieler wurde dann im Verlauf der nächsten beiden Jahre unsere Hauptauskunftsquelle für dieses Unterfangen. Also wir wollten das etwas genauer recherchieren. Dann hat eine Sendeanstalt sich davon überzeugen lassen, dass wir, also Henrik Broder, dieser Kollege von mir aus Jerusalem, mit dem ich das zusammen gemacht habe, eine Rundfunkanstalt hat sich überzeugen lassen, dass wir einige dieser Mitarbeiter aufsuchen, die im jüdischen Kulturbund, hieß das Unternehmen, gearbeitet haben, und dass wir daraus einen Dokumentarfilm machen. Und das war sozusagen die Vorrecherche dann für die Ausstellung, die jetzt stattfindet. Am Schluss der Dreharbeiten, als der Film fertig war, haben wir eine ganze Menge von Dokumenten in der Hand gehabt oder wussten, wo Dokumente liegen. Und uns kam der Gedanke, diese Dinge können doch nicht einfach dort liegen bleiben oder verloren gehen. Weil oft haben die Kinder der Immigranten überhaupt kein Interesse mehr an der Geschichte ihrer Eltern, sprechen oft auch kein Deutsch und wussten oft viel weniger über die Geschichte ihrer Eltern als wir selber, die wir das recherchiert haben. Und ein zweiter Grund kam hinzu: die Emigranten dachten, als wir sie darauf ansprachen, ob sie sich nicht mit dem Gedanken anfreunden könnten, ihr Material in ein Archiv zu bringen, sie empfanden diese Aufforderung als eine Art späte Rehabilitierung ihrer Tätigkeit. Und waren sie natürlich bass erstaunt, dass überhaupt jemand kam und sich für ihre Geschichte interessiert hat, weil, Gott, das war, wie man sagt, 5 nach 12. Die meisten waren schon tot und die Geschichte hätte 30 Jahre, 20 Jahre früher geschrieben oder dokumentiert werden sollen. Also sie waren erstens furchtbar erstaunt, dass da so zwei junge Figuren aus der Bundesrepublik und aus Israel kamen und sich für ihre Theater- oder Konzertlaufbahn interessierten. Und auf der anderen Seite sahen sie dann auch, dass es, wenn die Dokumente dann im Archiv liegen, dass das sozusagen sie zwar nicht zu spät, aber nicht zu spät immerhin noch rehabilitiert. Nie haben sie irgendeine Anerkennung dafür bekommen. Nie hat sie ein deutsches Theater aufgefordert, kommt zurück an unsere Bühne. Also wie überhaupt keiner von den Emigranten aufgefordert worden ist, nach Deutschland zurückzukommen. Vielleicht ein Beispiel, ein Schauspieler, der bei der Premiere dieses jüdischen Theaters 1933 die Hauptrolle in Nathan den Weisen gespielt hat. Das einzige Mal, dass in der Nazizeit überhaupt dieses Stück gespielt worden ist. Und dann noch von einem jüdischen Theater. Das ist eine so bizarre Geschichte, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dieses Aufklärungsstück, das die Toleranz beschwört und die ganzen Illusionen, die in der deutsch-jüdischen Kultur- und Geistesgeschichte geherrscht haben, werden von den Juden sozusagen als Protest nochmal gegen die Nazis unter Aufsicht. Und unter Aufsicht auch der Nazis. Natürlich, die Gestapo saß immer im Parkett. Ja? Und dieser Schauspieler ging nach Hollywood. Der hat es, wie Gott sei Dank sehr viele aus diesem Theater, noch geschafft zu emigrieren, ging nach Hollywood, und dort suchte man zu dieser Zeit Leute mit deutschem Akzent, die in Anti-Nazi-Filmen, muss man sagen, mitspielen. Also so kam es, dass der Nathan, der jüdische Nathan aus dem jüdischen Ghetto-Theater in Berlin innerhalb von kurzer Zeit ein viel gefragter Nazi-Darsteller in Hollywood wurde. Und als er nach 1945 nach Deutschland zurück wollte, schrieb er an sein ehemaliges Theater, nämlich an die Frankfurter Städtischen Bühnen, er möchte gern wieder ein Engagement in seinem Theater. Daraufhin schrieb ihm der Intendant des Theaters, ein bekannter Regisseur, damals Harry Buckwitz, schrieb ihm zurück, sein Charakterfach könnte man an einer deutschen Bühne nicht gebrauchen. Der kannte ihn als Nazi-Schauspieler aus Hollywood dann. Also erstmal musste er als Jude aus Deutschland raus und durfte als Nazi nicht mehr zurück dann, ja.
Ja, was soll ich sagen? Er hat einen Verbrauch, also im Film würde man sagen, er hat ein verbrauchtes Gesicht gehabt. Ja? Und so erging es einer ganzen Reihe von deutschen, also deutschsprachigen Schauspielern, deutschen Schauspielern natürlich, die im jüdischen Theater gespielt haben. Und die, wenn sie in Amerika weitermachen konnten, natürlich in diese Knallchargen, diese Nazis, die man aus amerikanischen Filmen kennt, die teilweise sehr witzig gespielt worden sind. Ich habe eine ganze Reihe von diesen Filmen mir in Amerika angeguckt und die leben tatsächlich von diesen Emigrantenschauspielern, also to be or not to be oder selbst in Casablanca, der eine, der sagt, how much watch, such much watch, ja, jemand, einer von diesen, diese kleinen Nebenrollen, die das Flair dieser Filme dann auch ausmachen, die kamen hier zum großen Teil aus Berliner Theatern, aus dem jüdischen Theater, wenn sie emigrieren konnten, das muss man dazu sagen. Eine ganze Reihe von Schauspielern und Musikern vor allem hat das nicht mehr geschafft und ist bei der Schließung des Theaters 1941 dann innerhalb weniger Jahre oder kurzer Zeit dann nach Osten deportiert worden. Gibt es einen Grund, warum diese Geschichte nicht geschrieben wurde? Ist diese Geschichte so voll mit Widersprüchen oder Paradoxe, dass man das nicht so eindeutig lesen kann? Oder was für einen Grund gibt es? Es hat eine Reihe von Gründen, warum die Geschichte nie geschrieben worden ist. Ein Grund ist mit Sicherheit der, dass es bis heute keine Geschichte der nationalsozialistischen Kulturpolitik gibt. Das ist mit Sicherheit ein Grund. Es gibt also wenige Untersuchungen über die Nazifizierung des deutschen Theaters. Weil, wenn es eine solche Geschichte gäbe, läge offen auf dem Tisch, was mit den jüdischen Kollegen damals passiert ist, wie sie aus den Theaterbetrieben entfernt wurden, wie die künstlerischen Kriegsgewinnler schon in den Stadtlöchern saßen 1933 und wie die mit allen Mitteln versucht haben, also ihre jüdischen Konkurrenten auszuboten. Das ist der eine Grund. Das ist nie geschrieben worden. Schauen Sie, es ist ja erst vor einigen Jahren die Geschichte, was weiß ich, der Nazi-Juristen geschrieben worden. Alle diese Dinge, die was mit der Kontinuität also des deutschen Verwaltungsapparates zu tun hatten, sind sehr spät gemacht worden, aus einsichtigen Gründen. Also wenn ein Staatssekretär bei Adenauer Globke hieß, ein hoher Nazi-Beamter, dann ist klar, dass solche Dinge immer unter den Teppich gekehrt wurden. Und das galt auf der anderen Seite natürlich erst recht, also für solche Bereiche wie die Hochschulen oder wie für die Ärzte oder beispielsweise dann auch das Theater und der Musikbetrieb. Da gibt es relativ wenige Untersuchungen bislang, also wenige empirische Untersuchungen. Über die Nazi-Ästhetik gibt es genügend Untersuchungen. Das ist relativ ungefährlich, ja? Weil das sind ästhetische Fragen, aber das andere sind ja politische und personelle Fragen. Ja? Mhm. Und es gab ein kleines Büchlein eines Beteiligten, das hieß Jüdisches Theater in Nazi-Deutschland, eines damals am Jüdischen Theater Beteiligten, der lebt in Jerusalem, ist der Korrespondent der Frankfurter Rundschau. Der wurde als, heute würde man sagen, als zionistischer Partisan wurde er in diesen Betrieb reingeschleust, weil er sollte dieses jüdische Theater auf eine zionistische Linie verpflichten. Er ist natürlich kläglich gescheitert damit. Und der hat in den 60er Jahren ein kleines Büchlein geschrieben, was sozusagen die erste Arbeit überhaupt war, die aber kaum, also von den Historikern ohnehin nicht beachtet wurde und von Theaterwissenschaftlern im engeren Sinn überhaupt nicht. Und wir haben mit dieser, das muss man nur nebenbei, ohne dass ich mir auf die Schulter klopfe, wir haben mit dieser Ausstellung und mit diesem Film, den wir gemacht haben, einen Anstoß gegeben zu Hunderten von Doktorarbeiten, also Dissertationen und Magisterarbeiten. Also im Augenblick kann sich, glaube ich, das Archiv der Akademie der Künste vor Anfragen von Wissenschaftlern, und zwar nicht nur aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt, also kaum retten. Dass das zur selben Zeit wie die jüdischen Lebenswelten stattfindet, das ist sehr schade, weil die Ausstellung war geplant, im letzten Jahr stattzufinden. Aber die Leitung der Akademie der Künste hat sich überlegt, es wäre möglicherweise besser, das im Zusammenhang mit dieser Großausstellung zu machen, was natürlich zur Folge hat, dass das, es geht nicht unter. Es ist eine begrenzte, es ist eine thematisch begrenzte Ausstellung und es ist eine zeitlich begrenzte Ausstellung, die geht von 1933 bis 1945, weil ein Kapitel über die Vernichtung und die Deportation vieler Künstler mit angeschlossen ist.
Aber der Kulturbund hat selbst nur existiert bis 1941, also ist zeitlich eine ziemlich begrenzte Ausstellung. Es geht also nicht 3000 Jahre jüdische Geschichte wie im Gropiusbau, sondern ich glaube, die für Deutschland und für die Gegenwart entscheidenden 12 Jahre, die mit Sicherheit nachhaltigere Wirkung haben als die 3000 Jahre jüdische Geschichte vorher. Diese Ausstellung hätte zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden sollen vorher. Und sie war eigentlich auch gedacht als zur 50. Wiederkehr der Schließung des Theaters, also 1991. Und sie zeigt, denke ich, im Unterschied zu den jüdischen Lebenswelten, wo diese zwölf Jahre, 33 bis 45, kaum vorkommen oder eingebettet sind in die Geschichte des ewigen Antisemitismus oder in die jüdische Geschichte, als wäre 33 bis 45 jüdische Geschichte, sondern das ist europäische und im Englischen deutsche Geschichte. Also alles das spielt keine Rolle bei der Ausstellung, sondern sie versucht zu zeigen, ein ganz paradoxes, groteskes Kapitel, das aus dem einen Grund, den ich vorher schon erwähnt habe, nicht im Vordergrund stand und auch vielleicht auch noch aus einem anderen Grunde. Weil in Deutschland gab es wie in anderen Ländern eine jüdische Vertretung, von den Nazis installiert, beaufsichtigt. In Holland heißt das Judenrat, in Osteuropa heißt es auch Judenrat. In Deutschland hat es immer den etwas keimfreien Namen, die Reichsvereinigung oder die Reichsvertretung. Noch nie hat ein Historiker gewagt zu sagen, diese Reichsvertretung, mit der an der Spitze stand der prominente, berühmte Rabbiner Leo Beck, das ist ein Judenrat. Das, in der Literatur käme niemand oder kam bislang niemand auf den Gedanken, dass das tatsächlich mit fortschreitender Zeit ein Erfüllungsorgan der Nationalsozialisten geworden ist. Das daran ist nichts zu beschönigen, und es nimmt auch Leo Beck oder den anderen Vertretern der deutschen Juden kein Gramm von ihrer Würde und ihrem Ansehen. Aber darüber es gibt nicht einmal eine Arbeit darüber. Es gibt nicht einmal eine Geschichte der Reichsvertretung. Und aus mehreren Gründen, wegen dieses Berührungstabus natürlich. Und natürlich auch, weil die Akten zu einem großen Teil lagen sie in den ehemaligen Archiven der DDR, oder in den Archiven der ehemaligen DDR, und sind erst seit, wie gesagt, anderthalb Jahren liegen sie auch offen. Ich habe mich dort also auch 3 Monate umgesehen, und es gibt, wenn man die Dokumente der Verwaltungstätigkeit des Judenrates in Amsterdam anschaut und das, was die jüdischen Funktionäre in den letzten Jahren machen mussten, gibt es überhaupt keinen Unterschied. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Und das ist ein Grund mehr, warum also auch nie die Geschichte dieses jüdischen Kulturbundes, der eine großartige, also nicht nur eine großartige, sondern in quantitativer Hinsicht eine große Organisation war. Ungefähr 70.000 bis 80.000 Juden waren als Abonnenten dort eingeschrieben. Das war eine ähnlich wie die Volksbühne organisierte Bewegung, also von den Mitgliedern finanziert. Und dieses Unternehmen war von Anfang an ein zwieschlächtiges Unternehmen. Was also war damit zu tun, dass man sagen kann, dass der Kulturbund Unterhaltung geboten hat und dass damit auch dieses Groteske, was du meinst, da reinkommt? Grotesk ist es ja auch im Konzentrationslager, oder grotesker kann man sich das gar nicht vorstellen, wenn in Theresienstadt das Verdi-Requiem aufgeführt wird und nach jeder Aufführung werden die Sänger in den Zug gesteckt und nach Auschwitz verfrachtet. Oder wenn in Westerbork ein Kabarett mit dem Titel Leichen am laufenden Band gespielt wird. Also grotesker kann man sich das gar nicht vorstellen. Mel Brooks kann es nicht grotesker machen, als es in dieser Wirklichkeit gewesen ist. Das war natürlich 1933 am Anfang nicht abzusehen. Es war auf der anderen Seite war wohl etwas zu sehen, was natürlich je nach Stand, nach politischem Standort oder nach gesellschaftlichem Standort auch unterschiedlich gesehen wurde. Also ein Großteil der mittelständisch orientierten Juden, die das Theater gegründet haben, die alle zu den Theaterinstitutionen und Kulturinstitutionen in Berlin oder in Deutschland gehörten, erfahrene Leute gewesen sind. Also Julius Barb, ein großer Theaterwissenschaftler und Kritiker, auch
die Dirigenten, die mitgewirkt haben, das sind alles Leute gewesen, die über lange Erfahrung verfügten oder noch eine große Karriere vor sich hatten. Also das waren keine Leute, die blind durch die Geschichte liefen, aber sie liefen, wie man sagt, auf einem Auge vielleicht blind durch die Gegenwart, weil sie glaubten tatsächlich zu einem großen Teil, es ließe sich so etwas wie ein Arrangement mit den Nazis treffen. So mit in dem Tenor, die Nazis haben uns lange genug gequält, nach einigen Jahren, die werden doch einsehen, wir machen gute Kultur, wir sind gute Menschen. Also alles das, was die jüdischen Lebenswelten so zu ihrem Thema machen, ne? Das haben ja diese Juden verzweifelt versucht, den anderen zu erklären. Sie sind nicht nur auch Menschen, sie sind dann vor allem Künstler. Ja? Das hat ihnen natürlich alles nichts genützt. Ne? Auf der anderen Seite kam die Kritik beispielsweise von Tucholsky. Also die Leute gehen freiwillig ins Ghetto und sind auch noch stolz darauf, den Deutschen werden wir zeigen, was wir können. Ne? Und einer der Hauptbeteiligten sagte, wir werden etwas machen, dass die Deutschen sich schämen müssen. Also die Illusionen, die in solchen Vorstellungen zum Ausdruck kamen, waren, muss man sagen, letztlich ausschlaggebend. Weil diejenigen, die politisch bewusst waren, sind 1933 aus ganz anderen Gründen aus Deutschland weggegangen. Weil die Nazis auch einen Grund hatten, also oder umgekehrt, diese Juden haben den Nazis auch einen Grund gegeben, was gegen sie zu haben. Ne? Während die anderen, die da geblieben sind und diese Kulturarbeit gemacht haben, natürlich dachten, also es ließe sich im schlimmsten Fall oder in der schlimmsten Illusion, es ließe sich so etwas wie ein jüdisches Staatstheater im Dritten Reich etablieren. Das haben sie tatsächlich geglaubt, also manche davon. Also über den Gedanken der Nothilfe, weil es darum ging, also arbeitslos gewordene Schauspieler und Musiker zu beschäftigen, die ja sonst ein lebendiger Skandal auf der Straße gewesen wären. Und das Ausland hätte sich gerührt und es wäre empörend da gewesen. Und auch vielleicht auch noch in der deutschen Öffentlichkeit, wusste man alles nicht. Also über diesen Gedanken der unmittelbaren Nothilfe, mit dem man den Nazis sozusagen die Kosten abgenommen hat, nämlich die Kosten für der Sozialarbeit oder der Sozialfürsorge für diese Leute. Diesen Gedanken hat sofort also eine Art Ideologie überhöht, dass man mit diesem Theater den Deutschen etwas zeigen müsste. Und diese Illusion hat sich nachher als sehr tragischer Irrtum herausgestellt, als es nämlich schon viel zu spät war, nämlich nach 38, als es wirklich nur darauf ankam, aus Deutschland wegzugehen und die nackte Haut zu retten. Da wurde dieser Betrieb mehr und mehr, wie soll man sagen, also wirklich eine gespenstische Institution, die von dem, was sich in den Lagern dann abgespielt hat, eigentlich nicht mehr sehr viel unterschied. Ich kann mir vorstellen, wenn du so eine historische Arbeit machst, dass du, wenn du mit diesen Leuten redest und dass so viel Material jetzt auftaucht, auch diese Ambivalenz wieder hochkommt, haben viele, mit wem du gesprochen hast, haben sie sich doch im Nachhinein noch dir gegenüber verteidigen müssen? Oder haben sie, sag mal, dieses Engagement doch noch verteidigt? Oder wie stehst du da? Ist das schwer oder wie stehst du da? Sagst du das erstmal, das war so? Also sie mussten sich nicht verteidigen, weil ich sie auch nicht angegriffen habe. Nee, du mussten sich nicht verteidigen, aber haben sich von selber vielleicht. Ja, das Interessante ist, dass dass das Meinungs- oder Einstellungsspektrum zu diesem Unternehmen von damals, dass sich das bis heute gehalten hat. Also manche sagen Dinge, da bleibt, wenn man das zuhört, bleibt einem erst der Mund offen stehen. Die sagen, das war die schönste Zeit meines Lebens. Wenn sie im Kulturbund gewesen sind. Das sagen übrigens, also da unterscheiden sie sich nicht von der Mehrheit der deutschen Bevölkerung in dem Alter, die auch aus vielen Gründen und sogar gerechtfertigt sagen, die Nazizeit war die schönste Zeit ihres Lebens, weil anschließend ging es mit ihnen bergab. Aber diese Schauspieler oder die Musiker und alle Beteiligten, die reflektieren sozusagen die ganze Bandbreite der Einstellungen, die man zu diesem Unternehmen damals haben konnte. Also manche sagen, es war eine gute Sache, es war wichtig. Die anderen sagen, es war eine große Illusion von Anfang an.
Und das haben Sie auch, und da frage ich natürlich zurück, das ist Ihre Einstellung von heute oder ist das von damals? Nein, sagen Sie, ich habe von Anfang an, ich war zwar dabei, aber mir war klar, das ist eine Überbrückung. Ich muss hier, ich bleibe hier so lange, bis mein Affidavit kommt, bis mein Visum kommt. Und ich möchte weg. Es war für mich von vornherein klar, dass ich weggehe. Und es gab auch wiederum andere, die haben sich von ihren Verwandten aus Amerika schreiben lassen, was willst du in Amerika, es gibt die Depression in den Vereinigten Staaten, bleib hier, du hast doch einen Job. Und dann sagen sie, also bin ich geblieben. Bis ich gemerkt habe, also nach 38, also bis mit den brennenden Synagogen auch ihre Illusionen verbrannt sind. Ja? So lange sind sie geblieben und für nun leider sehr viele war es dann zu spät. Also dann brach der Krieg aus, selbst diejenigen, die nach Holland geflüchtet sind, ja, die Holland ja auch nur als Durchgangsstation betrachtet haben und von dort auf ihr Affidavit gewartet haben, für die war mit dem Einmarsch der Deutschen Holland war das plötzlich aus. Ja. Und in Holland, das ist ein besonderer Appendix zu unserer Ausstellung und auch zu der ganzen Kulturgrundgeschichte, in Holland hat sich ja innerhalb eines einzigen Jahres die ganze Geschichte des jüdischen Kulturbundes wiederholt. Dort hat sich ist auf ein Jahr zusammengedrängt, was 8 Jahre in Deutschland gedauert hat. Und da ist die Creme des deutschen Kabaretts versammelt gewesen. Also die größten Unterhaltungskomiker aus Deutschland, teilweise auch Schauspieler aus dem jüdischen Kulturbund wie Max Ehrlich und der Komponist Willi Rosen oder Kurt Gerron. Sie haben tatsächlich das noch alles mal als Reprise erlebt. Und es ist fast nicht zu verstehen, warum der Generalsekretär dieses jüdischen Kulturbundes, also der Manager würde man heute sagen, der das alles aufgebaut hat, die Verwaltung geleitet hat, mit den Nazis die ganzen Verhandlungen geführt hat, über jedes Stück, das zensiert wurde, genehmigt, also diese unsägliche, entwürdigende Tätigkeit über Jahre hinweg gemacht hat, dass der in Holland tatsächlich genau dasselbe nochmal gemacht hat. Also das sind Dinge, bei denen man Schwierigkeiten hat, das zu verstehen. Ne? Also es ist diese Geschichte, die Vorgeschichte dieser Wannsee-Villa, wie sie heute ist, das, denke ich, ist ein Kapitel, in dem diese ganze, wie finde ich das richtige Wort dafür, diese deprimierende und schäbige, also das ist vielleicht das richtige Wort, diese schäbige Verhaltensweise der offiziellen Institutionen zur Frage der Dokumentation, nicht der Aufarbeitung, das ist was anderes, schlicht zur Dokumentation der Nazi-Verbrechen zeigt. Dazu gehört ein Name, der sehr wichtig ist. Es gab einen Historiker hier in Berlin, einen jüdischen Historiker, also auch die Juden haben offensichtlich nur das gemacht, was die Deutschen hätten tun sollen, der jahrzehntelang darauf gedrungen hat, es sollte eine Dokumentationsstelle in Berlin eingerichtet werden, und zwar in dieser Wannsee-Villa. Eine Dokumentationsstelle, in der alle verfügbaren Dokumente, wahrscheinlich entsprechend dem RIOD in Amsterdam, gesammelt und für die Öffentlichkeit zugänglich werden sollten. Es gibt einen zweiten Aspekt dieser schäbigen und beschämenden Verhaltensweise der offiziellen Politik in Deutschland. Das ist das Berlin Document Center, wo bis heute unter der Aufsicht der Vereinigten Staaten, unter der Aufsicht von Amerikanern, das gesamte Nazi-Parteiarchiv liegt und die deutschen Behörden, also die Bundesregierung, weil das natürlich dann ein Teil des Bundesarchivs würde, die deutsche Bundesregierung sich seit Jahren weigert und es hinauszögert, dass das Archiv in deutsche Verwaltung übergeht. Weil noch vor 15 Jahren wäre dann ganz offenkundig gewesen oder geworden, wo überall, nicht nur heute, sondern wo überall in den letzten 20, 30 Jahren eben alte Nazis in der Verwaltung und in Behörden gesessen hätten. Diese Wannsee-Villa ist deshalb so besonders grotesk, oder diese Vorgeschichte ist deshalb so besonders grotesk, weil der jüdische Historiker Josef Wolf, er hat sich als alle Bemühungen nichts fruchteten beim Berliner Senat. Er hat sich das Leben genommen. Er hat sich das Leben genommen, weil er gesehen hat, also keiner interessiert sich für seine Arbeit. Seine Bücher sind damals Flops gewesen. Heute werden sie in Taschenbuchausgaben nachgedruckt und werden sogar auch gekauft. Davon hat er nichts mehr. Er hat sich damals, als er von Pontius zu Pilatus, sagt man hier, gelaufen ist, damit jemand sein Material nimmt. Er hat das gesammelt, er hat ja mehrere Bücher gemacht, gut fundierte Quellenbücher,
Das heißt, die Denker im Dritten Reich, Kunst im Dritten Reich, Musik im Dritten Reich, die Richter im Dritten Reich. Also wirklich das Standardwerk, das jeder Geschichtsstudent oder jeder Lehrer oder wer auch immer sich dafür interessiert, hätte benutzen müssen. Dieses Material, das bei ihm zu Hause bergeweise rumlag, ist nie benutzt worden. Es ist jetzt nebenbei auch nicht in der Wannsee-Villa, sondern die Wannsee-Villa ist eröffnet worden, ohne dass bei dem Festakt oder bei den Reden, die dort gehalten sind, irgendein Wort über Josef Wolf, der dauernd die Einrichtung dieser Gedenkstätte gefordert hätte, gefallen wäre. Und das ist, denke ich, also die Schäbigkeit setzt sich noch fort im Gründungsakt, weil Josef Wolf derjenige war, der 20 Jahre hier in Berlin tatsächlich hausieren gegangen ist. Und als er gemerkt hat, also ein Jude bekniet die Deutschen, bitte beschäftigt euch mit meiner Geschichte. Er hat Auschwitz überlebt, also bitte beschäftigt euch damit. Und es hat nichts gefochten, und hat sich das Leben genommen. Es wäre, gut, also angebracht gewesen ist das falsche Wort. Stattdessen wurden die üblichen Sonntagsreden bei der Eröffnung dieser Ausstellung und dieser Gedenkstätte gehalten, die personell ganz schwach ausgestattet ist, die finanziell ganz schwach ausgestattet ist und deren erste Publikation, ich meine, das ist ein Treppenwitz, deren erste Publikation eine Architekturgeschichte dieser Villa ist. Ich meine, sie haben mittlerweile zwei andere Bände hinterhergeschoben, aber die sozusagen das Gründungsdokument ist die Geschichte dieser Villa. Also wen interessiert das und warum ist das wichtig? Ja? Das hätte programmatisch ein wichtiges Buch über die deutsche Geschichte am Anfang stehen sollen, stattdessen ein Architekturbuch. Was ist nun zu sehen in dieser Villa? Ist das eine Dauerausstellung? Es gibt eine Dauerausstellung, die basiert auf einem Buch, das der Direktor dieses Instituts vor vielen, vielen Jahren geschrieben hat. Eine sehr verdienstvolle Sache damals. Das Buch heißt Der gelbe Stern, das in mehrere Sprachen auch übersetzt worden ist. Und wenn Sie so wollen, ein erster Anstoß war zur Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit in Deutschland. Nur seit diesen 15 Jahren hat sich einiges getan in der Auseinandersetzung mit dieser Geschichte und sind auch einige Quellen zugänglich geworden und ist anderes Bildmaterial aufgetaucht. Das spielt leider in der Ausstellung keine große Rolle. Also dort sind immer noch die Leichenberge zu sehen und die Bilder, die auf der anderen Seite natürlich Deutsche wiederum auch sehr lieben, weil die Opfer anonymisiert sind. Weil keine Namen da sind, die Namen der Täter sind auch nicht da. Also es wäre heute doch angebracht, man könnte tatsächlich Globke zeigen, als den Kommentator der Nürnberger Gesetze. Also solche Dinge spielen in der Ausstellung keine so große Rolle. Es ist eher eine der Ausstellung, die in den 60er und frühen 70er Jahren gang und gäbe gewesen sind, wo so der anonyme Verwaltungsmord nochmal durch Bilder dokumentiert ist. Ja.